Der Ernst Weisskopf ist gerade auf dem Parkplatz vom Vita Parkour zu Pratteln auf dem Blödsinn angekommen. Die meisten Leute gehen auf den Parkour oder auf die Finnebahn, nicht aber der Ernst Weisskopf. Seit 22 Jahren geht er regelmässig auf Dächer oben und sucht nach Silex-Fragmenten. Das sind mehrere tausend Jahre alte Steinwerkzeuge oder Abfallprodukte, die bei der Herstellung von denen entstanden sind. Super! Schöne Klinge! Schöner Abschlag. Das ist ein Lavellabschlag. Von einem ganz runden, schönen Stein abgeschlagen. So, jetzt haben wir schon weggemacht. Also da habe ich gerade sofort gemerkt, was es ist. Ein schönes Stück, he? Da tut es wie ein Seidenglanz hat es da drauf. Und das ist das Alter. Das ist eine Patina. Also die ältesten Silex, die wir finden, haben immer so einen Seidenglanz. Das ist das Zeichen, dass es alt ist. Aber wenn er lange im Dussen ist, dann verliert er das. Wir stehen da jetzt so auf dem Feld von Rüdi Hart. Und hier hat es Silex, Steinwerkzeug, wie im Pratteln vom Blödsen. Die Silex-Fragmente, die man auf der Rüti Hart z'Muttens und auf dem Blödsen findet, kommen hier nicht natürlicherweise vor. Sie sind an speziellen Orten, wie beispielsweise Lausen oder Lampenberg, abgebaut worden und dann von den steinzeitlichen Menschen in unsere Gegend gebracht worden, wo sie zu Werkzeugen verarbeitet haben. Bei den meisten Fundstücken handelt es sich dann auch um Abfallprodukte. Die sind entstanden als Abschläge von einem Kernstein, wie wir hier einen sehen. Abschläge, die man nicht hat können brauchen, hat man einfach liegen gelassen. Jetzt sind wir beim Ernst Weisskopf daheim. Ja, sind wir rüber. Dann lege ich die schön anlegen. Man sieht, was man hat. Die trockenen Steine werden mit der Lupe kontrolliert und nachher zeichnerisch dokumentiert. Dann nehme ich den ein bisschen führen. Also 1:1 wird. Fundstück und alle Unterlagen werden am Schluss der Archäologie Basel-Land übergeben.